total beeindruckt. Ich meine, wir sind in Salzburg gelandet und dann, da war es schon schön und dann ist es immer nur noch schöner geworden. Also, mein Mund konnte nicht. Ja, schön. Grün, hoch, so märchenhaft auch. Und viele Farben. Und ich mag das auch, wenn man irgendwo spielt und auch, dass man sich einflussen lässt durch die Umgebung. Und, oder wie man, was für einen Tag man hat oder was für Publikum man hat. Das, ich mag es, dass es entsteht in dem Moment sozusagen. Wegziehen aus deinem Land, wo du herkommst, dann das fühlt sich auch irgendwie an für mich oder hat sich angefühlt, als ob ich in einen naja, See gesprungen bin. Und wenn man dann wieder auf die Oberfläche nach oben kommt und das, was dann auch nach oben kommt, hat dann Wert sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Und das hat irgendwie inspiriert, da viele von diesen Sachen, die nach oben gekommen sind, habe ich irgendwie darüber geschrieben. Ja. Sowieso alles, was zwischen Leuten passiert. Beziehungen, Vater, Mutter, Geliebte, alles so. Oder ich kann auch manchmal stundenlang auf einer Bank, auf einem Bahnhof sitzen und schauen, was Leute so machen und versuchen. Und ja, das inspiriert immer. Ja, das ist für das Publikum und für mich beide eine Reise, glaube ich, hier durch diese zauberhafte Umgebung.